immer nicht aufgepasst. Und da hauen sie gleich alle 10 Finger in den Rücken. Wenn das mal alles wäre. So, das hast du aber schön gemacht, da dein Salto. Ich bin bei der Kirche. Harley Quinn soll sich darin befinden. Diese furchtbare Frau hat gewiss eine Falle für sie vorbereitet. Keine Sorge, Alfred. Quinn war nie sonderlich klug. Ich schaff das. Okay, dann schauen wir doch mal. Ich bin so echt gläubig. Und trotzdem gehe ich in die Kirche. Faszinierend. So, Überraschung, ich bin da. Lass den Scheiß hier. Meine Güte. Lass die Dame los, Bad Freak. Sonst kriegen die hier alle eine Kugel ab. Ich glaube, du solltest lieber tun, was er sagt. Wer ein Junge, wenn du meine neuen Klamotten Na gut. Würde. Was meinst du, Fledermaushirn? Ist das okay? Was rede ich da? Natürlich. Natürlich ist es das. Egal. Die Sache ist die. Mr. J ist nicht in der Lage, Besuch zu empfangen. Er fühlt sich nicht so. Was hat er denn? Er nicht viel an sich rumfühlt. Aber das meinte ich nicht. Es geht ihm nicht gut und die bescheuerte Ärztin von hier konnte ihm auch nicht helfen. Ich glaube, selbst diese Penner sind klüger. Ich Penner und Lügner, das passt ja gar nicht zusammen. Wenn er Spielchen versucht, tötet ihn! Sie sind auf jeden Fall nicht solche Lügner wie du. So. Gut. Es wäre Selbstmord, bewaffnete Schurken. Also die soll mich töten. Ich muss was tun sie? Und sie Nichts. Leise nacheinander ausschalten. Keine Bewegung, Batman. Einmal eine Rauchbombe hier und dann. Erstmal weg hier. Sie wissen nicht, wo ich Scheiße. Bin. Gut, dabei soll es auch bleiben. Zeit, den Raum zu untersuchen und meine Taktik zu wählen. 4 Schurken, alle bewaffnet, 2 Geiseln. Das wird ein Kinderspiel. Wir müssen von hier ich glaube auch. Der wird uns schnappen. Batman, wenn ich mich nicht hören? So blöde anstelle, also mal dazu sagen, ich spiele zwar hin und wieder Videospiele, wenn ich Urlaub habe, so wie jetzt. Oder mal nicht da drin muss. Wenn ich hinter die beiden komme, ohne dass sie mich sehen, kann ich beide mit einer Bewegung ausschalten. Aber das heißt nicht, dass ich besonders talentiert bin. Kannst du ihn sehen? Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich sehe ihn nicht. Der kann von überall kommen. Ruhig bleiben, Batman. Hörst du mich? Verschwinde von hier. Hau ab, sonst baller ich der Alten ein Loch in den Sch... Leiser. Sie Sehr gut. Sicher. Ruhig bleiben. Wo ist er? Was ist dir so. Los? Gehen wir mal hier rechts lang zu dem Depp. Hier haben wir hier sowas, da haben wir doch. Wo haben wir es denn? Hier unser Explosivgel. Wie war denn das? Genau. Was ist los? Antworte mir! So. Oh Gott, er hat dich! Verdammt, er hat dich! Bleib Und weg, Batman! Machen wir es hier drüben auch nochmal. Und zünden es an. Ich kann das Explosivgel nicht bei den Geiseln zünden. Wie? Ach Mensch. Immer dasselbe. Dann machen wir es halt so. Nicht lange fackeln. Einfach durchgreifen. Alles wird gut. Warten Sie hier und seien Sie still. Gut, jetzt müssen wir nur noch einen von diesen Gangstern hier erledigen. Das kriegen wir auch noch hin. Er hat eine Geisel. Ich könnte ungesehen auf das Gerüst über ihm gleiten und ihn von dort aus ausschalten. Gut, dann machen wir das doch. Dann müssen wir nur mal hier runter. Und dann, genau, hier war das lang. Hoch. Und guck. Geht doch. Alles in Ordnung. Der Raum war doch gar nicht so schwer. Gott sei Dank. Yo, Batman, danke für die Hilfe. Bitte, immer wieder gerne. Und nicht vergessen, ich bin Batman. Doch, jetzt.
Jetzt ist er weg. Na gut. Kann mir einer von euch weiterhelfen? Ich suche einen Joker. Da, mit dir kann ich doch reden, oder nicht? Ups. Sorry, das war akrobatische Meisterleistung. Dafür büßen diese Tiere. Okay. Hast du irgendwas zu erzählen? Wird sie es überstehen? Ich glaub schon. Sie hat ordentlich eins auf den Kopf bekommen, als Harley Quinn reinkam. Stellen wir einen Trupp auf. Schlagen wir zurück. Dafür sind es zu viele, Officer. Bleiben Sie bei den Verletzten. Genau. Und trinken Sie meinen Kaffee. Was macht ihr Polizisten auch gerne? So, dann reden wir mal mit den Deppen da hinten. Hallöle. Gott sei Dank bist du hier, Batman. Dachte, nach der Sache in der Anstalt hätten sie sich einen Schreibtischjob geben lassen. Ich habe gesehen, was der Bürgermeister dort getan hat. Ich kann nicht einfach zusehen, wie er das nochmal macht. Das, was geschehen ist, war nicht ihre Schuld, Cash. Was macht Harley Quinn hier? Diese verrückte Alte ist vor ein paar Stunden mit den anderen Idioten hergekommen. Sie haben was den Turm hochgeschleppt und dann die Treppe gesprengt. Danke, ich sehe mir das an. Warte. Sorry, ich habe was vergessen, Batman. Die haben sich eine von den Ärztinnen geschnappt. Quinn sagte, dass sie sie bräuchte, um den Joker zu heilen. Wenn sie lebt, finde ich sie. Sie übernehmen die Sicherung der Kirche. Dann dürften alle geschützt sein. Geht klar, hoffentlich findest du sie. Die Ärztin heißt Stacy Baker. Sie ist eine von den Guten. Okay. Also müssen wir jetzt noch eine Ärztin finden. Das kann ja was werden. Machen wir erstmal die Tür auf hier. Hallo, ich bin Batman. Sonst ist aber auch keiner hier. So, und hier sonst irgendwo eine Treppe zur Stadt haben oder sowas. Ich brauche keine Treppen, denn ich bin Batman. Ich sollte jedes Mal einen kleinen Bonus bekommen, wenn ich das sage hier. Ach ja, und falls ihr euch fragt, Batman, warum hast du jetzt ein Bart? Naja, das, ich habe halt gehört, die, weiblichen Menschen stehen auf Bärte. Ja, das ist der Grund. Okay. Hat halt nur manchmal das Problem, manchmal juckt das einfach so. Gerade so unter der Maske und jetzt im Sommer ist das besonders schlimm. So, jetzt aber weiter hier auch irgendwo, glaube ich doch, ne? Nicht. Schlecht. Da ist eine Leiter. Nutzen wir doch die Leiter. Jede Menge TNT. Allem Anschein nach wird sie von Joker ferngesteuert. Was haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Wir haben uns ja ewig. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Mal überlegen, da war eine Anstalt, ein paar Monster und... Oh, stimmt ja! Du wolltest mich da verrecken lassen. In deiner Erinnerung hat es sich vielleicht anders abgespielt, aber wen kümmert's? Du musst dich jetzt nur noch um die Bomben sorgen. Beeil dich mal, die Uhr tickt. So, ihr könnt mich mal. Jetzt ist ein halber Glockenturm kaputt. Hast du gut gemacht, Joker? Wurde. Es war der Joker. Bestand daran je ein Zweifel? Ich schnapp ihn mir. Das Funksignal müsste mich zu ihm führen. Viel Glück, Sir. Gut. Wie finde ich jetzt das Funksignal? Sie hätten schon vor Stunden zurück sein sollen. Ich weiß nicht. Sie kennen die Regeln. Ich sag es euch immer wieder, seid hier, bevor es dunkel wird. Vielleicht haben die Leute von Two-Face sie. Verdammt, wieso können die nicht hören? Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Wir bleiben hier und diese Tiere lassen uns in Ruhe. Das sagst du dem Falschen. Ich muss in die andere Richtung, okay. Wieso sind sie rausgegangen? Wegen Essen vermutlich. Was macht mein Charakter denn hier? Wir hatten Hunger. Verdammt, wir haben alle Hunger. Haben seit Tagen nichts gegessen. Wir sterben hier. Wir sind hier sicher. So. Fliegen wir mal durch Arkham City. Wie? Jedes Mal, wenn Strange
Ja. Ganz schlecht. Ich möchte hoch. So. Also mit der Steuerung muss ich mir noch ein bisschen anfreunden, sonst geht es auf Dauer nicht. Da haben wir wirklich eine Fragezeichen. Ja, eine Schlimmes. Was haben wir denn hier? Kann ich aber auch nicht öffnen oder sowas. Muss ich bestimmt irgendwann mal ein Rätsel lösen. Aber das machen wir nicht jetzt. Wir müssen jetzt eher mal so eine Radiofrequenz finden. So, ich muss mehr in diese Richtung. Ja. So. Noch 45 Meter haben wir es geschafft. Da ist auch wieder ein Fragezeichen. So. Jetzt soll ich ein Telefon finden. Wo haben wir denn das Telefon? Telefon. Was unten? Du hast jetzt Batman und Catwoman sind frei. Two-Face ist total fertig.